Also man sieht, ihr Bruder war seelisch, geistlich viel mehr vorbereitet auf seinen Märtyrertod, als wir vielleicht uns jetzt vorstellen können. Was wir ahnen, ja. Ja. Und hat sich ganz Gott hingegeben und vertraut. Seinen Primitspruch, können Sie den noch auswendig? Vielleicht können Sie den Primitspruch unseren Hörern noch zum Abschluss das zitieren. Das sagen Sie Deutsch. Ja, das ist sehr schwierig. Ja. Der Primitspruch Ihres Bruders lautete: Gott führt bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten. Ja, das ist der römische Brief von Römerbrief 8,28. Ein blutiges Zeugnis der Treue und Liebe zu Christus bis in den Tod, bis zum letzten Blutstropfen. Eigentlich ganz unfassbar, wenn man hier nebenstehen darf und dieses blutgetränkte Gewand ansehen darf. Ich denke, es wird uns allen und allen Zusehern, die jetzt am Bildschirm dieses Zeugnis der Liebe sehen können, unaussprechliche Gnaden bringen. Und ich glaube, voll Vertrauen kann man sich in jedem Anliegen an Ihren Bruder wenden, um seine Fürsprache bitten. Und vielleicht darf ich Sie auch bitten, uns und unsere Zuseher mit diesem Gewand noch zu segnen. Ist das möglich? Ja, mit dem Gewand, ja. Es segnet euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und des Heiligen Geist. Amen. Amen. Ich danke Ihnen.